In der Tat ist das der Wohnungsneubau, denn wir haben nach wie vor einen erheblichen Zuwachs an Bevölkerung und wir erleben empfindliche Verdrängungsprozesse aus der inneren Stadt in die Stadtrandlagen. Wir müssen gucken, dass wir auch in der inneren Stadt, was besonders schwierig ist, eben Wohnungsneubau vor allem mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften realisieren. Na, ich denke, es ist mal ein guter Zeitpunkt, sich auf den Stand der Dinge zu bringen, denn es ist ja nun schon ein ganzes Jahr her, seit die neue Regierung im Amt ist. Und heute ist zum ersten Mal die Gelegenheit, sich hier intensiv über das Thema Wohnungsbau auszutauschen. Es gibt eben schon teilweise Lösungsansätze, die auch verfolgt werden. Aber ich denke, wir müssen noch wesentlich kreativer werden, gerade in der inneren Stadt neue Bauplätze für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu finden. Und wir müssen dabei auch gezielt gucken, dass wir Wohnraum schaffen für besondere Bedarfsgruppen. Also für Studenten, für Alleinerziehende, für Träger, die Leute mit besonderen Problemen betreuen, bis eigentlich hin zur Kältehilfe, was ja letztendlich auch noch zum Spektrum Dach über dem Kopf dazugehört. Und auch darüber müssen wir nachdenken. Ja, mit den freien Immobiliengesellschaften kann man immer dann darüber reden, wenn wir erst das Baurecht für den Wohnungsbau schaffen. Und da ist dann der Hebel, um dann über sowas eben auch Aushandlungsprozesse zu beginnen. Und wir wollen ja mit der kooperativen Baulandentwicklung überall da, wo wir über einen B-Plan neues Planungsrecht schaffen, dann ein Drittel sozialen Wohnungsbau durchsetzen.